So wirst du magnetisch für deine Kunden. Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Wie kommen die Kunden zu mir? Wie werde ich magnetisch, dass die Leute wirklich mit mir arbeiten wollen? Und dann stelle ich am Anfang immer direkt eine Frage und frage, ja, was bietest du denn dem Kunden? Warum sollst du magnetisch sein? Und dann kommt ganz häufig die Antwort, ja, ich biete dies oder jene Methode, dieses Coaching. Und dann sage ich in dem Moment immer, okay, aber was bietest du dem Kunden? Und dann kommt die Antwort nochmal und ein irritierter Blick. Und genau das ist nämlich der Punkt. Wir Experten, wir haben viel zu sehr uns daran gewöhnt, immer aus unserer eigenen Perspektive zu gucken. Und das ist ein großer Fehler, weil der Klient, der Kunde, der schaut aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel. Der hat ein Problem und das muss gelöst werden. Und dafür braucht er irgendein Tool. Und letztendlich ist es den meisten Klienten ziemlich egal, welches Tool das ist. Das heißt, ganz am Anfang muss sich auf jeden Fall für deinen Klienten, für deinen Kunden oder Interessenten erst einmal deinen Nutzen vermitteln. Und zwar möglichst auf den ersten Blick. Also es hat wenig Sinn, wenn du eine ganze große Liste auflistest mit all den Qualifikationen, die du hast, wenn dem Kunden daraus nicht ersichtlich wird, was er für Nutzen davon hat. Das nächste ist natürlich ganz klar, das hängt an deiner Persönlichkeit. Also das, was dich ausmacht, was dich hinterher magnetisch macht, hängt ganz viel auch mit deiner Persönlichkeit zusammen und nicht nur mit den Qualifikationen oder sogar eigentlich gar nicht mit deinen Qualifikationen. Und das mag traurig sein, zumal wenn du vielleicht schon 100.000 Euro in deine Ausbildung gesteckt hast und immer wieder gewohnt warst, immer aufzuzählen, was du alles kannst und machst, aber du wirst es vielleicht trotzdem erleben, dass Menschen an dir vorbeiziehen, die weit weniger Coaching-Ausbildungen haben, weniger Qualifikationen und schöne Zettel und Zeugnisse und dass sie mehr Kunden haben. Und das hängt einfach damit zusammen, dass letztendlich kauft ein Interessent dich, ja? Und du musst von deiner Person so überzeugend sein, so von deiner Wirkung sein, so ausstrahlungsstark sein, dass der andere sagt, ja, mit der Person will ich arbeiten. Dem traue ich das zu, dass er mir tatsächlich diese Antworten gibt, diese Hilfestellungen gibt, meine Probleme mit mir zusammenlöst, mir einen Anstoß gibt, mir der Steigbügelhalter ist und so weiter. Und das musst du von deiner Person her ausstrahlen. Das heißt, du musst gemeinsam mit dem, was du bietest an Problemlösungen für deinen Kunden, musst du auch das leben und ausstrahlen, was du demjenigen anbietest. Das heißt, du musst glaubhaft sein in dem, was du da kommunizierst. Und das ist auch so ein Punkt, wo es bei vielen etwas hapert, zumal viele von den Kollegen, Coaches und Trainern und Beratern ein kleines Problem mit dem Thema sichtbar sein haben. Das heißt, sie sind wenig in der Lage, sich nach außen so zu präsentieren, dass sie anziehungsstark wirken, überzeugend wirken oder auch mal polarisieren oder so, ja, was ja generell überhaupt nicht schlimm ist. Und da möchte ich dich anregen, dass du da deinen Weg suchst, also dass du da dein ganz persönliches Image auch bearbeitest, was sehr authentisch ist, was sehr zu dir passt. Wenn du das Gefühl hast, du bist mit Scheuklappen behaftet in der Hinsicht, mach dir da bitte keinen Vorwurf, das ist bei vielen so, das ist auch normal. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wenn wir so im eigenen Saft braten, dass wir manchmal auch von jemand anderem einen neutraleren Blick brauchen oder so. Aber überspring diese Arbeit nicht. Es hat sehr, sehr viel mit dir zu tun. Und natürlich ist es wichtig, dass wir Coaches uns im richtigen Moment zurücknehmen. Im richtigen Moment, nämlich in der Arbeit. Aber in unserem Marketing dürfen wir das nicht. Da müssen wir nach vorne gehen und da müssen wir sehr deutlich zeigen, wer wir sind. Das heißt also, wenn du ein Magnet sein willst für deine Kunden, magnetisch wirken willst für deine Kunden, hängt das zum einen damit zusammen, was für Probleme löst du für sie, zum anderen, wer bist du, wie ist deine Person? Und diese Mischung aus diesen Elementen, das macht dich einzigartig, das macht auch dein Alleinstellungsmerkmal hinterher aus, das macht dich unvergleichbar. Das heißt, du bist schon eine Mischung aus dem, was du kannst und dem, was du bist. Und das sollte offensichtlich sein für den Klienten, nicht, dass er erst groß Rätsel raten muss, weil du weißt, im
Netz geht alles schnell und gerade wenn du auch online gefunden werden willst, ist es notwendig, dass du da eine sehr klare Kommunikation hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal. Hier bekommst du jede Woche Updates. Abo ist natürlich kostenlos, logischerweise. Ich bedanke mich bei dir, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast und ich wünsche dir viel Freude bei der Arbeit, denn das kannst du auf jeden Fall machen. Bis dahin.